Hallo Leute, heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, nämlich die Marauder 2 von Olight. Das ist ein wahres Lichtmonster mit 14.000 Lumen, 800 Meter Reichweite und ist, ja, wie wir finden, immer noch eine Taschenlampe. Kompakt ist sie, aber zu dem Test kommen wir gleich. Vorneweg möchte ich euch gerne darauf hinweisen, wir werden nicht von Olight gesponsert oder von irgendwelchen anderen Herstellern, sondern alles, was wir euch hier präsentieren, zeigen, vorführen, ist von uns wirklich auch getestet worden. Die hier zum Beispiel haben wir jetzt seit anderthalb Jahren. Und ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu auch einen Amazon Affiliate Link. Es wäre cool, wenn ihr darüber diese Taschenlampe bestellen würdet, denn ihr würdet dadurch unseren Kanal sponsern. Es kostet euch keinen Cent extra, also keine Mehrkosten für dieses tolle Produkt, sondern ihr unterstützt einfach unseren Kanal. Aber kommen wir jetzt zu dem Wichtigen, zu dem Test. Also, was macht die Olight Marauder 2 so besonders für uns Camper? Zum einen, sie hat einen breiten und einen engen Lichtstrahl, also so suchscheinwerfermäßig. Das macht sie besonders, weil sie hat nicht nur diese breite Lichtstreuung, sondern auch diese fokussierte. Und bei 14.000 Lumen will das schon was heißen. Also es gibt auch den gedimmten Bereich, also man kann das hier auch über den Drehregler, kann man das alles schön einstellen. Ihr seht ihn hier so da. Und einschalten tut sie sich hier über den On-Off-Knopf. Da seht ihr jetzt hier auf der Seite, wo komplett alles oben war, also von der Lichtleiste her, heißt es, die Batterie ist komplett geladen. Auf der anderen Seite so rum, so, wenn ich jetzt so nochmal drücke, seht ihr, ich habe sie nur im gedimmten Bereich. Anschalte ich sie jetzt mal. Oh, ich passe jetzt ein bisschen auf. Ich habe keinen Bock, hier geblendet zu werden. So, Sekunde. Vorführeffekt, wie immer. Das ist kleiner Modus. Also ich bin ja auf Stufe 1, 2 jetzt, 3, 4, 5, ich gehe mal ganz hoch jetzt und da seht ihr, seid komplett geblendet, ihr seht gar nichts mehr. So, ich gehe jetzt wieder runter und mache sie jetzt aus. So, das waren jetzt 14.000 Lumen und ja, sie hat uns das eine oder andere Mal wirklich aus der Patsche geholfen, wenn wir mal runter gucken mussten und das Wohnmobil oder zum Beispiel jetzt Tanja irgendwas rascheln gehört hat, da musste ich dann immer gucken und schauen. Und ja, es macht sie besonders, weil sie auch so günstig ist. Bei 14.000 Lumen knapp kostet die jetzt bei Amazon, als ich gestern noch geschaut habe, bei 350 Euro liegt die jetzt. Also vom Preis her für uns hat sie sich komplett gelohnt, was auch noch toll ist. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Hier, den dreht man hier so auf. Ja, sieht man ihn da? Bitte schön, jetzt seht ihr ihn besser. Man kann ihn das so zudrehen, aufdrehen. Ist wie so eine Fokuslinse von einem von einer Kameralinse. Und ja, also ich bin sehr zufrieden damit. Natürlich haben wir hier eine gewisse Erwärmung, also eine gewisse Hitze, die dadurch entsteht. Was auch noch toll ist, aber natürlich, sie hat 14.000 Lumen, aber es wird nur hier vorne warm. Es wird jetzt nicht hier komplett, der Handgriff wird jetzt nicht warm oder so. Aber was sie noch hat, ist, also wenn ihr in den Nahbereich kommt, also wenn ihr hier jetzt seid, zum Beispiel, hoffe nicht mit dem Gesicht oder mit was anderem, dimmt die runter. Weil diese 14.000 Lumen sind nicht ohne, davon könnt ihr mal so richtig Probleme kriegen mit euren Augen zum einen. Und zum anderen könnt ihr diese 14.000 Lumen so heiß, also ihr spürt das schon, wenn ihr die Hand davor legt, dass ihr dann natürlich auch irgendwas entflammen könnt. Papier, Holz, keine Ahnung, wenn das lang genug ist. Und das ist eine Sicherheitsfunktion, die hat die Marauder 2, was ich richtig cool finde. Und ja, muss einfach sein bei 14.000 Lumen. Und wir sind sehr glücklich, sehr zufrieden mit der Marauder 2. 800 Meter, wie gesagt, eine breite Lichtstreuung, da könnt ihr alles sehen. Da habt ihr es wirklich taghell, ist jetzt auch nicht übertrieben. Und wir finden, das ist die beste Taschenlampe für alle Einsatzbereiche, sie ist kompakt, sie hat auch ein gewisses Gewicht, also ihr kriegt auch was Hochwertiges. Die Verarbeitung, genau, ganz wichtig, ist auch super hochwertig. Also wir sprechen hier von Aluminium, alles verarbeitet hier, dieser schöne Gummigriff, also ist schön. Also nach anderthalb Jahren überhaupt nichts und nach einer gewissen Nutzung hat die gar nichts. Also die habe ich überall hingeschmissen, also ihr wisst ja, ich passe auf meine Sachen auf, aber bei der hier ist es jetzt so, das ist ein Werkzeug. Aber natürlich, auch da gehe ich achtsam um, aber Tanja nicht so. Und ja, von daher war die schon mal hier und da, ist auch mal runtergefallen, ist aber nichts passiert. Noch nicht mal Kratzer die abbekommen, was mich wundert. Ja, gar nichts. Kann aber passieren, weil das ist ja aus Metall. Also ja,
So, ich muss nur aufpassen, dass ich mir das nicht irgendwann vor die Nase halte. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, tolle Taschenlampe, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr sie kaufen wollt, dann nutzt bitte unseren Amazon Affiliate Link unten in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Schaltet auch beim nächsten Mal, wenn wir unsere Produkte testen, die wir für gut befunden haben und die wir euch wärmstens empfehlen, an, bei uns wieder ein. Zum nächsten Mal, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.